möchte Ihnen heute unsere Softwarelösungen zeigen, wo wir glauben, dass wir Sie unterstützen können bei Special Asset Management, wo wir auch BIM-Daten, GIS-Daten integrieren und mitverwenden. Zunächst möchte ich Ihnen vielleicht erklären, wer ist die Vertiges. GIS steckt natürlich im Namen, wir machen GIS-Lösungen. Wir sind auch der größte ESRI-Partner global gesehen und setzen also auf die ESRI-Plattform auf und on top bauen wir unsere fachspezifischen vertikalen Lösungen. Das ist der Teil vertikal in Vertiges. Wir haben Lösungsangebot für die öffentliche Verwaltung, für Energieversorger, für Telekommunikation, aber auch für Infrastruktur und Facility Management oder Industriekunden. Wir sind da mittlerweile schon ziemlich gewachsen mit über 600 Mitarbeitern, aber ganz wichtig natürlich die große Anzahl an Kunden und natürlich die Vielzahl an Endanwender in unseren Lösungen. Ja, in einer Kommune gibt es jetzt viele prozessorientierte Aufgaben und Fragestellungen. Und das ist nur so ein kleiner Ausschnitt, den Sie hier sehen, wo wir Lösungen eben anbieten. Das geht von Grünflächenmanagement, das geht über Infrastrukturen eben zu instandhalten, von auch kommunalen Außenanlagen, geht eben aber auch hinein bis in die Gebäudeverwaltung, Facility Management, wo wir auch Verträge verwalten, Energiemonitoring machen können in den Gebäuden und auch die komplette Gebäudeinstandhaltung eben abdecken. Ja, in all diesen Bereichen gibt es eben gewisse Fragestellungen, die Sie hier sehen. Kennen Sie vielleicht Ihre Betreiberpflichten? Was müssen Sie denn machen? Kennen Sie Ihre Anlagen? Wie verwalten Sie denn derzeit Ihre prüfpflichtigen Anlagen? Mit welchen Werkzeuge verwenden Sie dafür? Nutzen Sie aber auch die Lageinformationen einerseits von den GIS-Objekten auf der Karte, andererseits aber auch von den Assets innerhalb der Gebäude, in CAD-Plänen, in BIM-Modellen. Und eben für diese Fragestellungen versuchen wir mit unserem Lösungsangebot aufzusetzen und Ihnen eben eine gewisse Sicherheit für Einhaltung gesetzlicher Auflagen zu unterstützen, Ihre Betreiberverantwortung auch bewusst wahrzunehmen, indem Sie auch räumliche Infrastrukturen verwalten können und eben so im Endeffekt eine gewisse Dokumentationspflicht, Nachweispflicht auch mit einer Lösung belegen können. Was ist da die Motivation für die Nutzung von BIM- und GIS-Daten? Einerseits glauben wir natürlich, die BIM-Daten optimieren uns eben den Betrieb. Auch wie im Vortrag vorher, wir möchten diese BIM-Modelle, die eben auch kostenpflichtig erstellt oder teuer erstellt werden, auch im Nachhinein effektiv weiter nutzen, sodass wir nicht nur die BIM-Daten visualisieren können, sondern auch nachhaltig pflegen können. Ja, auch auf den Karten, die GIS-Daten natürlich mit den Kartenplänen intuitiv visualisieren, nicht nur die GIS-Objekte, die Assets auf der Karte darzustellen, sondern auch die Informationen, die aus einem Asset-Management kommen, auf der Karte zu visualisieren und einen ersten Überblick für Entscheidungsträger somit zu geben. Und das alles natürlich, warum machen wir das? Um Haftungsrisiken zu minimieren, Betreiberpflichten wahrzunehmen, Dokumentationspflichten zu belegen. In den folgenden Folien darf ich dann kurz auf ein paar Beispiele aus der Lösung eingehen. Möchte vielleicht noch kurz bei dieser Folie stehen bleiben. Der BIM-Prozess ist ja nicht nur das 3D-Modell, ist ein kompletter Prozess, ist so ein Kreislauf. Es geht natürlich um die Erfassung und Modellierung dieser Daten und wir setzen mit unseren Lösungen dann da ein, dass wir diese Daten bereitstellen, automatisiert importieren, anlegen können, attributieren können und auch in dem Sinne weiter nutzen, indem wir die Instandhaltungsaufgaben für diese aus den Geräten, in diesem Beispiel zum Beispiel der Feuerlöscher, der aus dem BIM-Modell abgeleitet wird, hat gewisse Prüfpflichten, muss monatlich, jährlich, halbjährlich geprüft werden und das sind dann ist der Nutzen aus diesem BIM-Modell, den wir in der Lösung darstellen. Ja, kommen wir zu ein paar Videos. Wie sieht die Lösung aus? Es ist eine Webanwendung mit einem integrierten BIM-Viewer, wo auf Basis von IFC-Dateien das BIM-Modell hochgeladen wird. Die einzelnen Objekte, die schon in der Planung erfasst werden, auch im System angelegt werden. Und dann geht es zu dem Bereich des Instandhaltungsmanagements, wo Wartungsstrategien, wo zyklische Maßnahmen für die Kontrolle dieser Feuerlöscher in diesem Beispiel dann auch
angelegt wird. Dann geht es so um das Dispatching, wer ist denn zuständig für diese Kontrollen, der bekommt dann natürlich im Endeffekt diese Maßnahmen auf seine tägliche Aufgabenliste. Wir unterstützen dabei auch diese Maßnahmen mit gewissen Checklisten, den Benutzer daran vor Ort durchzuführen, was muss er bei so einer Kontrolle dann auch tatsächlich machen. Dieser BIM-Viewer, den Sie hier in der Lösung auch sehen, dient jetzt natürlich einerseits, um die Darstellung der Räumlichkeiten im Gebäudemanagement zu machen, Objekte, Assets darzustellen, kann aber auch für weitere Fragestellungen genutzt werden, wenn Sie zum Beispiel daran denken, Sie haben eine Halle mit Türelementen, möchten wissen, wie groß sind denn meine Türen überhaupt in diesem Plan, können direkt dort rausmessen aus der 3D-Ansicht und könnten somit Fragestellungen unterstützen, wie kann ich denn große Maschinen oder Geräte überhaupt in eine Halle bringen, wenn die Tür vielleicht zu klein ist. Das waren so zwei Bereiche aus dieser Management-Ansicht vielleicht, aus dieser Entscheidungsansicht. Jetzt geht es aber auch darum, dass die Kontrolleure, die ja vor Ort die Tätigkeiten durchführen, die sollen ja nicht mit so einer großen Lösung ausgestattet werden, sondern mit einer maßgeschneiderten Handy-Variante beispielsweise. Und die öffnet dann eben dasselbe System auf ihrem mobilen Endgerät. Und das ist jetzt ein Beispiel aus der Instandhaltung innerhalb Gebäude, das heißt, da bekommt seine ganze Aufgabenliste aufgelistet auf dem Smartphone, kann aber auch mit QR-Codes, Barcodes die Objekte wirklich vor Ort abscannen und bekommt dann nur mehr zu diesen Objekten die aufgeführten Instandhaltungsmaßnahmen dargestellt. Das Ziel in der App ist es natürlich so einfach wie möglich darzustellen, der Anwender soll dann nur seine Tätigkeiten vor Ort dokumentieren, seine Maßnahmen eben auch durchführen und eventuell vielleicht auch Mängel mit Fotodokumentationen zu erfassen. Auch hier wieder diese Checklistenpunkte, die frei konfigurierbar sind in der Oberfläche, die eben den Anwender vor Ort auch helfen, welche Tätigkeiten er vor Ort bei einer Kontrolle durchführen muss. Es gibt auch die Möglichkeit, zu jedem einzelnen Checklistenpunkt noch zusätzliche Informationen zu hinterlegen, die dann im Management später auch wieder zentral ausgewertet werden können. Von dieser Handy-Variante jetzt innerhalb von Gebäuden noch ein zweites Beispiel, eine offline-fähige Lösung auch, wo die Karte für die Außenanlagen mit dabei ist. Das heißt, das funktioniert auch nach dem Synchronisationsprinzip. Man ladet sich vorher die Daten natürlich aus der Webanwendung herunter, bekommt einerseits die GIS-Darstellung, kann natürlich auch vom mobilen Endgerät das GPS nutzen, um sich eben zu seinen Objekten navigieren zu lassen. Und durch Auswahl dann dieser Objekte gelangt man wieder in die Detailansicht in der Offline-Lösung, dass man eben wieder seine Kontrollen durchführen kann, wieder auch die Checklisten mit dabei hat. Ja, vielleicht während das Video noch abläuft, es ist im System auch ein Benutzerrollenkonzept hinterlegt, das heißt, jeder Benutzer, der im System erfasst ist, angelegt ist, hat er vielleicht auch seine Maßnahmen zugewiesen und bekommt dann auch mal auf das mobile Endgerät nur die ihm zugewiesenen Maßnahmen runtergeladen. Und dieses Rollenrechte-Konzept ist natürlich auch so administrierbar, dass man sehr feingranular einstellen kann, welche Benutzertypen, Benutzerrollen dürfen im Endeffekt Daten ändern, Daten nur einsehen, auch gewisse Bereiche von Daten im System eben abbilden und erkennen. Diese zwei Beispiele waren jetzt aus der Inspektion vor Ort mit mobilen Endgeräten eben unterstützt. Die Daten werden wieder zurückgeladen in die Web-Anwendung, in die globale Anwendung. Und dort möchte ich noch ein Beispiel kurz zeigen, wie man für andere Rollen, für Managementrollen, für Entscheidungsrollen eben auch diese erfassten Daten wieder darstellen kann. Das heißt, wir sind jetzt wieder in der GIS-Anwendung, die auch die Assets auch aufzeigt, farblich schon markiert, wo sind denn gewisse Maßnahmen, dringende Maßnahmen zu überprüfen. Und man kann natürlich auch in gewissen frei konfigurierbare Dashboard-Ansichten wechseln. Oben sieht man eine Übersicht über die
in KPI-Form dargestellt, die Kacheln, wie viele offenen Maßnahmen oder offenen Tickets oder Störmeldungen gibt es jetzt in diesem ausgewählten Kartenausschnitt. Geht auch so weit, dass man eigene Diagramme konfigurieren kann, die auch noch einen Mehrausschluss für einen Entscheidungsträger eben geben. Diese Diagramme können auch interaktiv sein, das heißt, man fährt über die Dortendiagramm über diese einzelnen Abschnitte drüber und auf der Karte werden eben die entsprechenden Assets, die man ausgewählt hat, im Diagramm dargestellt. Gut, das waren jetzt so einige Beispiele von der Datenerfassung mit BIM-Unterstützung, 3D-Modell-Unterstützung, GIS-Unterstützung über die mobilen Kontrollen vor Ort, eben bis hin zur nachhaltigen Auswertung. Unsere Facility- oder Infrastrukturlösungen von der Vertic ist, wir fokussieren auf diese 7 hier abgebildeten Bereiche. Das ist der Bereich des Gebäudemanagements mit der Instandhaltung, gibt auch ein eigenes Vertragsmanagement dazu, geht hinein in das Energiemonitoring, das ja immer wieder wichtiger wird in der heutigen Zeit, aber auch natürlich in den Außenbereichen, Green Spaces, also seine Baumkataster zu verwalten, Grünflächen mit Teilflächen und entsprechenden Pflegemaßnahmen zu verwalten, bis hin auch zu Außenbeleuchtung im Bereich Streetlights. Die Lösung im Bereich des Gebäudemanagements ist auch GEFMA zertifiziert. Und auch das Energiemonitoring hat die ISO 50001 Zertifizierung. Gut, was möchten wir Ihnen mitgeben? BIM- und GIS-Daten verbessern das Infrastrukturmanagement für viele Entscheidungen. Wir haben einige Beispiele auch hier gesehen. Die Lösung ist ein Standardprodukt, das heißt, wir machen laufende Weiterentwicklung. Es gibt zwei jährliche Releases in der Software. Dadurch wollen wir Ihnen mehr Investitionssicherheit auch mitgeben. Ja, und das ist eine Lösung, die jetzt keine Custom-Lösung ist, sondern es ist wirklich ein Produkt, das man ready to use jetzt so verwenden kann. Ja, ich hoffe, Sie haben jetzt ein bisschen einen Einblick bekommen, wie GIS-Daten, BIM-Daten in unseren Lösungen eben funktionieren. Es ist zwar schon etwas später, wenn Sie trotzdem noch Zeit haben, würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf dem Stand G2740 besuchen, aber auch vielleicht sonst mit uns in Kontakt treten. An der Stelle vielen Dank noch fürs Dableiben und fürs Zuhören und weiterhin noch viel Spaß heute.